Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Und warum ist dieser Spieltitel eigentlich so elendig lang? Wer hat sich das ausgedacht? Egal. Wir sind immer noch im ersten Fall, Nick leidet immer noch an Amnesie, aber dafür, finde ich, schlagen wir uns ganz gut durch die Kreuzverhöre. Jetzt gerade steht ein weiteres an und ich würde sagen, bevor ich jetzt lang vor mich hinlaber, schauen wir doch direkt mal wieder rein. Continue. Ja, vom Speicherpunkt aus bitte. Jo, und zwar ging es diesmal darum, wie diese Schrift aussieht. Also das Opfer hat ja geschrieben, dass Maggie Daddy das Mörder sei. Mit gebrochenem Genick, darauf sind wir bislang noch nicht eingegangen, aber was soll's. Maggie dazu noch falsch geschrieben und wir versuchen jetzt weiterhin zu entkräften, dass auf keinen Fall das Opfer diesen Namen dahin geschrieben hat. Admiral Awesome hatte dazu auch mal wieder eine kleine Theorie, die besagt, das Opfer war Linkshänder, denn der Baseballhandschuh, den wir bekommen haben, ist für eine rechte Hand und beim Baseball trägt man diesen Handschuh immer an der schwachen Hand, damit man mit der starken Hand wirft. Jetzt ist die Frage, ob wir das auch beweisen können. Wenn ja, wäre das wohl bei dem Satz, wo dran stand, dass das mit der rechten Hand geschrieben wurde? Ja, Zeigefinger gecheckt. Ja, Hand, bla bla bla. Irgendwo stand das doch, dass sie mit der rechten Hand geschrieben haben. Ja, hier mit seiner rechten Hand. Jetzt ist die Frage, haben wir auch irgendwo den Beweis, dass das Opfer Linkshänder war? Da steht zumindest nichts. Haben wir was in den Profilen stehen? Nö, also wir haben bis jetzt noch absolut keinen blassen Schimmer, mit welcher Hand das Opfer geschrieben hat. Das heißt, wenn es das ist, müssen wir wohl erstmal rausfinden, dass er Linkshänder ist. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir einfach mal wieder damit, uns durch die Aussage zu pressen. Das funktioniert früher oder später ja immer. Aber können Sie die Handschrift wirklich aufgrund einer einzigen Nachricht, die in Sand geschrieben wurde, zuweisen? Ha, deswegen sind Amateure eben Amateure. Wir sind kein Haufen von Schnüppern, Kumpel. Da wäre ich mir nicht so sicher, Hust, Hust. Wissenschaftliche Nachforschungen sind in diesem Land tatsächlich ziemlich gut. Ich denke, wir sollten zurück zum eigentlichen Thema zurückkehren. In der Tat, euer Ehren. Also, was waren die Ergebnisse der Nachforschungen? Ja, allerdings konntet ihr nicht sagen, dass es nun wirklich die Handschrift des Opfers war, aber dann große Töne spucken. Also letzten Endes konnten sie die Handschrift nicht zuweisen. Hey, jetzt schau mal nicht so auf uns herab. Ich sag dir doch, wir sind kein Haufen Stümperkumpel. Jeder weiß, dass du nicht alles, was du haben willst, durch wissenschaftliche Nachforschungen rausfinden kannst. Davon habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe davon auch noch nie etwas in der Polizeiakademie gehört, Sir. Okay, als ob ich's erfunden. Wie auch immer. Also echt Gamschuh. Aha. Sein Zeigefinger? Ja, du weißt schon, der, mit dem du rumzeigst und immer mit in den Gesichtern anderer Leute rumfuchtelst. Sie sagen doch nicht etwa, dass Ihnen das was ausmacht? Offenbar doch. Jedes Mal, wenn du das machst, habe ich einen kleinen Herzinfarkt. Es ist gerade so, als würdest du mich umbringen, Kumpel. Wie auch immer, in jedem Fall haben Sie den Zeigefinger des Opfers untersucht, korrekt? Ja. Wir dachten uns schon, dass irgendwas an seinem Finger sein müsste, wenn er damit auf im Sand geschrieben hat. Und die Ergebnisse?
Und was beweist das? Nun, es beweist, dass er den Namen mit seinem eigenen Finger geschrieben hat. Ja. Was erklärt, wieso Sand unter seinem Nagel steckte? Ich denke, er hat recht. Und da ist noch mehr. Jetzt kommen wir auf die Kratzer. Junge. Kratzer auf seiner Haut? Yep. Mit bloßem Auge kannst du sie nicht sehen, aber sie sind da. Das ist unglaublich. Ja, sicher, das ist die Kraft von wissenschaftlichen Nachforschungen. Wahrscheinlich gibt's für Scientific Investigation auch irgendeinen Fachausdruck, allerdings kenne ich den nicht. Ich sollte ihn allerdings noch lernen, bis ich dann allerspätestens doch mal den 5. Fall von Ace Attorney 1 spiele. Weil da bekommt man diesen Ausdruck Scientific Investigation auch sehr oft, sehr, sehr oft um die Ohren gehauen. Magnifying Glass. Sie sind so klein, dass wir ein Vergrößerungsglas benutzen mussten. Ein ziemlich starkes. Oder halt ein Mikroskop, denke ich mal. Irgendwie sowas in die Richtung. Es hat so einen richtig wissenschaftlich klingenden Namen. Ah, jetzt haben wir's. Sie meinen ein Mikroskop? Ja, genau das. So, jetzt haben wir benutzt und so haben wir auch die Kratzer gefunden. Ich kann nicht glauben, dass der Typ nicht weiß, was ein Mikroskop ist. Ich leide mit dir, Nick. Ich leide mit dir. Sind Sie sich absolut sicher? Ich glaube an die Kraft der Wissenschaft. Ich frage mich, ob meine Beweise ausreichen, um das zu kontern. Wenn man dem zuhört, scheint es nur eine einzige Lösung zu geben. Dass der Name wirklich vom Opfer geschrieben wurde. Aber meinen Sie nicht auch, dass das ziemlich seltsam wäre, Sir? Wenn Dustin diese Nachricht wirklich mit seiner rechten Hand geschrieben hätte. Denkst du dann, dass ich mir so viel Mühe gemacht hätte, sein Geschenk zu besorgen? Das Geschenk? Was ist damit? Okay, das heißt dann wohl eindeutig, dass ich an dieser Stelle das Geschenk präsentieren muss. Und man wohl tatsächlich allein... Ups, das war zu weit. Man allein vom Bild angucken, den Fehlern diese Aussage rausfinden muss. Oder eben halt dadurch, dass man hier diesen Zaunpfahl geradezu ins Gesicht geschlagen kriegt. Also an der Stelle haut es einem den Zaunpfahl echt ins Gesicht. Falls man es nicht durch das bloße Angucken des Bildes rauskriegt. Detective Gumshoe, sehen Sie sich das mal an. Das ist der Handschuh, richtig? Könnten Sie dem Gericht vielleicht sagen, was an diesem Handschuh so besonders ist? Was besonders ist? So genau habe ich nicht drüber nachgedacht, aber, er ist richtig gelb. Und das war's auch schon. Ja, er ist richtig gelb. Aber das ist nur eine seiner Besonderheiten. Ha? Es gibt einen weiteren Grund, warum er besonders ist. Und der wäre? Es ist ziemlich einfach. Dieser Handschuh wurde für einen Linkshänder gemacht. Linkshänder? Nun, Sie haben recht. Dieser Handschuh wurde gemacht, um an der rechten Hand getragen zu werden. Deswegen musste es eine Spezialanfertigung sein. Ich habe noch nie gesehen, dass ein gelber Linkshänder-Handschuh zum Verkauf stand. Sie etwa?
Nein. Also, Detective. Mit welcher Hand hat das Opfer nochmal den Namen geschrieben? Ja, das ist einfach. Schau, es ist offensichtlich. Auf diesem Bild war es seine... Warte mal eine Sekunde. Vergessen Sie nicht, dass das Opfer Linkshänder war. Oh, meine Ohren! Das ist... Ich meine, ich erhebe... Abgelehnt. Mr. Wright. Ich würde gerne wissen, worauf Sie hinaus wollen. Nun, es gibt nur eine Sache, auf die ich wohl hier hinaus können wollte. Hinaus wollen könnte. Ein Linkshänder hätte diese Nachricht nicht mit seiner rechten Hand geschrieben. Dementsprechend muss die Person, die diese Nachricht geschrieben, muss die Person, die Maggie geschrieben hat, nicht der Täter sein. Oder es kann unmöglich der Täter gewesen sein. Und Gott, habe ich diesen Satz zerrissen. Aha. Sorry. Ruhe. Wenn man so darüber nachdenkt, dann ja. Es ist unmöglich, dass dieser Name vom Opfer selbst geschrieben wurde. Nun, dann bedeutet es, dass Maggie... Nein, es ist unmöglich. Mr. Payne. Ja, euer Ehren. Die Beweise, die die Anklage vorgelegt haben, reichen nicht aus, um den Angeklagten für schuldig zu erklären. In der Tat glaube ich, dass sie dafür gesorgt haben, dass sie für unschuldig erklärt wurde. Nein! Ah, okay, Sie haben es geschafft, Mr. Wright. Jetzt kann ich wieder durchatmen. Sieht so aus, als hätten wir das Ende erreicht. Sie haben wieder mal gute Arbeit geleistet, Mr. Wright. Ich, euer Ehren? Danke, Sir. Nun, Sie haben wieder mal Komplimente vom Richter eingestrichen. Sie sind wirklich gut. Und deswegen können Sie nicht einfach aufhören, Anwalt zu sein, Sir. Machst du Witze? Ich bin mehr als bereit, den Job an den Nagel zu hängen. Ich werde nun das Urteil verkünden. Dieses Gericht befindet die Angeklagte Maggie Bird. Objection! Alter! Pain? Nein, noch nicht! Ich meine, bitte geben Sie mir noch ein paar Minuten, euer Ehren. Was hat das zu bedeuten, Mr. Payne? Die Anklage ist noch nicht fertig. Was meinen Sie? Wir würden gerne unsere nächsten Zeugen aufrufen. Was? Ich meine, was? Und was hat dieser Zeuge, bezeugt? Gute Frage. Der Moment, in dem das Opfer in seinen Tod gestürzt wurde. Gestoßen wurde. Und noch viel wichtiger, er hat das Gesicht des Schuldigen gesehen. Was zum Henker? Oh, Mist. Ruhe. Ruhe, sage ich. Ich glaube, eine Pause ist angebracht. Danach werden wir von diesem neuen Zeugen hören. Ich dachte mir schon, dass das ein bisschen zu einfach war. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss mal schauen, was ich während dieser Pause rauskriegen kann. Ich darf jetzt nicht meine Deckung fallen lassen. Ab jetzt wird es nur noch schwieriger.
Das Gericht ist nun pausiert. Oder die Verhandlung ist pausiert. Wie auch immer. Fortsetzung folgt. Yo. Dann speichern wir doch glatt mal. Saving. Du. 8. September, 11:43 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Kann mir mal jemand sagen, warum Payne gestattet wurde, jetzt noch einen Zeugen aufzurufen? Amnesie? Ich kann nicht glauben, dass mich mein Anwalt in so einem Zustand verteidigen will. Warum haben Sie es mir nicht gesagt, Sir? Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich es nicht erwähnt habe. Oh, ich weiß schon, was wir jetzt machen. Ich habe gehört, dass man sowas mit einem ziemlich großen Schock wieder beheben kann. Los, senken Sie ein bisschen den Kopf. Ein Maggie-Kick wird das schon richten. Nein. Ich glaube, ich verzichte. Kommen Sie schon. Oh, es tut mir leid. Immer wenn ich sehe, dass jemand in Schwierigkeiten steckt, dann kann ich es nicht lassen, helfen zu wollen. Ich stecke meine Nase überall rein, auch wenn ich es nicht sollte, und versuche die Probleme der Leute in Angriff zu nehmen. Nun, mein Kopf ist etwas, das du heute definitiv nicht in Angriff nimmst. Nun, wir sind hier, um nun zuerst deine Probleme zu lösen. Um meine können wir uns später kümmern. Fürs Erste, kannst du mich über ein paar Dinge in Kenntnis setzen? Natürlich. Es wäre mir eine Ehre. Nun... Ich denke, wir fangen mit meinem Namen an und dann kann ich dir noch etwas mehr über mich erzählen. Nein, das ist okay, wirklich. Inzwischen kenne ich dich und deinen Namen ziemlich gut. Ich dachte, du könntest mir vielleicht dabei helfen, ein paar Dinge über mich in Erfahrung zu bringen. Also, mein Name ist Phoenix Wright. Seltsamer Name. Das ist ziemlich ernsthaft. Sie wissen wirklich nichts mehr. Ich sag Ihnen was, Sir. Hier, Sie können die hier zurückhaben. Vielleicht hilft's ja. Das ist, eine Visitenkarte? Ich habe sie von Ihnen bekommen. Es ist mein wertvollster Besitz. What? Sie können sie sich ausleihen, aber bitte geben Sie mir sie zurück, okay? Also ganz ehrlich, ich glaube, Nick wird auf seinem Schreibtisch ganz viele Visitenkarten haben, wenn er sie schon nicht mit sich rumschleift. Okay. Das sind ein paar Nummern auf die Rückseite geschrieben. Oh, das ist Ihre Handynummer. Okay. Na dann. Jetzt haben wir unsere eigene Kreditkarte bekommen. Kreditkarte? Quatsch. Visitenkarte. Kreditkarte wäre strange, wenn wir die Maggie ausgeliehen hätten. Oh Mann. Nun, ich denke, fürs Erste sollten wir es dabei belassen. Und mal ein bisschen mehr über den Fall reden. Den Fall? Yep. Fällt dir vielleicht irgendwas ein, was mir helfen könnte? Was Ihnen helfen könnte? Mir fällt nichts ein, außer die Sache mit dem Handy, aber... Handy? Ja. Ihre Augen haben plötzlich angefangen zu funkeln, als wir in der Strafanstalt darüber geredet haben, Sir. Oh. Dann mach schon, erzähl mir davon. Das könnte wichtig sein. Okay, Roger. Okay. Es war am Tag des Mordes, kurz vor 18 Uhr.
Ich habe ein liegen gelassenes Handy aufgehoben, als ich mit Dustin spazieren war. Oh, dieser Klingelton. Plötzlich hat das Telefon angefangen zu klingeln. Hallo? Oh, danke. Ich habe nach meinem Telefon gesucht. Oh, gehört das Ihnen? Ich bin froh, dass Sie angerufen haben. Wir können uns treffen und ich kann es Ihnen zurückgeben. Ich bin gleich da. Sorry, aber ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Sie können mich Maggie nennen. Und darüber, wo das Telefon ist, reden wir am besten nicht, ne? Wir hatten ausgemacht, uns um 18 Uhr zu treffen. Dustin und ich haben darauf gewartet, dass die Person auftaucht. Aber sie ist nie erschienen. Aber wo ist das Telefon, das Sie gefunden haben, jetzt? Ich habe es gestern Ihnen gegeben. Ha? Mir? Ist es das Telefon in meiner Tasche? Sie meinen das hier? Denken Sie, es hat irgendwas mit dem Mord zu tun? Ich weiß nicht so recht. Aber wenn meine Augen angefangen haben zu funkeln... Hä? Wer kommt jetzt? Ah! Sie waren die ganze Zeit hier! What? Was? Maya! Wo kommst du her? Hä? Ich meine... Hä? Ich dachte, Maya ist in ihrem Dorf und... Hä? Du bist so gemein! Ich habe dich 1 Million Mal angerufen, aber du hast einfach nicht abgenommen. Und als ich in den Gerichtssaal bin, um nachzusehen, warst du schon weg. Ich meine, hä? Wo kommt Maya her? What? Ah! Wer zur Hölle ist das? Lass mich raten. Ich sollte auch dieses Mädchen kennen. Hey, guten Morgen, Maggie. Und auch dir guten Morgen, Maya. Also, wie lief's? Oder wie läuft's? Gibt es ein Wort für schlimmer als schlimm? Oh. Und was, wenn ich sage, dass alles okay ist? Ja, das stimmt. Maya ist da, um den Tag zu retten mit dem ultra belastenden und super wichtigen Beweis. Da hast du es, Nick. Das, was ich dir bringen sollte. Ha? Oh, danke. Was zum Henker ist das? Eine Liste? Darauf sind die Namen von 20 Leuten und ihre Telefonnummern draufgeschrieben. Es war etwas schwierig, aber ich habe es geschafft, ein bisschen Dreck aufzuwirbeln. Es scheint so, als hätten diese Typen nichts Gutes im Schilde. Nichts Gutes? Inwiefern? Con-Artists. Wo ist mein Wörterbuch, wenn ich es brauche? Ich habe gerade keine Ahnung. Con-Artists? Hä? Es gibt eine Gruppe von Betrügern, denen die Polizei gerade Nachforschung anstellt. Ich denke, diese Leute sind Mitglieder dieser Gruppe. Okay. Warum sollte eine Gruppe von Betrügern in einem Fall wie diesen auftauchen? Ich habe wirklich keine Ahnung, was genau Con-Artist sein soll. Ich glaube nicht, dass Betrüger der richtige Begriff dafür ist, aber mir fällt nichts Besseres ein. Artist ist ja normalerweise Künstler, aber... Uff. Das kommt mir einfach aus dem Zusammenhang raus nicht richtig vor.
Schau mich nicht an! Hm, und wo hast du diese Liste überhaupt her? Was? Warum fragst du mich das? Du bist doch derjenige, der mich gestern darum gebeten hat, das rauszufinden. Oh, stimmt das? Diese Nummern waren in dem Telefon, das Maggie dir das Maggie gefunden hat, eingespeichert. Hm. Da kommen sie halt so her. Mann, du bist in letzter Zeit ziemlich vergesslich, Nick. Ich hoffe, ich werde niemals zu so einem vergesslichen alten Knacker wie du. Maya, ehrlich gesagt, Mr. Wright hat... Mr. Wright, die Pause ist nun zu Ende. Bitte, bringen Sie den Angeklagten und sich zurück in den Gerichtssaal. Sofort. Hey. Oh, ups. Sieht's aus, als müssten wir jetzt los. Wir können später noch darüber reden, dass du alt bist, Nick. Wünsch uns Glück. Ich denke, ich habe jetzt alles, mehr oder weniger. Alles, was nun noch übrig bleibt, ist sie zusammenzufügen. Und ich werde nicht verlieren. Ich darf nicht. Komm schon, Nick. Beweg dich. Ja. Oh Mann. Mich macht's irgendwie immer noch fertig, dass Maya plötzlich da ist. Jetzt muss ich gucken, kann ich an dieser Stelle speichern? Ich will speichern. 8. September, 11.54 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Komm schon. Ich will speichern, ich will speichern, ich will speichern. Hä? Ha. Gut. Also, mich macht's irgendwie immer noch fertig, dass Maya plötzlich da ist, obwohl die meines Wissens nach in ihrem Dorf sein und trainieren sollte. Und nein, Leute, das hat definitiv nichts mit dem 5. Fall von Ace Attorney zu tun, das weiß ich noch. Naja, das wird sicher alles noch erklärt. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut und schauen uns dann beim nächsten Mal diesen ominösen Zeugen an, den Payne angeblich noch hat auftreiben können. Was der zu sagen hat und was der angeblich gesehen hat, würde mich doch ziemlich interessieren. Nun ja, damit bin ich jetzt für heute raus und bis zum nächsten Mal, eure Tabby.